Was? Fusion 360 wird für die persönliche Verwendung begrenzt? Fusion 360 Alternativen. Gute, ihr lieben Makerlein. Ja, jeder, der Fusion 360 nutzt, hat wahrscheinlich letzten Monat diese E-Mail irgendwann mal im Briefkasten gehabt. Zum 1. Oktober soll der Funktionsumfang von Fusion 360 eingeschränkt werden. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und schau mal, was es denn für Alternativen zu dem Programm gibt. Nur muss ich sagen, da gibt es einige. Ich werde jetzt mal hier drei davon listen, weil ich habe mit drei davon mal so versucht, einen Maker-Coin nachzubauen, den ich vor langer Zeit schon mal gebaut habe. Und versuche anhand dessen schon mal rauszufinden, was denn die Stärken und die Schwächen von den einzelnen Programmen sind. Das möchte ich euch jetzt in diesem Video mal kurz ein bisschen aufzählen und zeigen. Und wir steigen auch schon gleich rein mit dem ersten Kandidaten. Und das ist bei mir Antimony. Antimony ist ein graphenbasiertes CAD-Programm. Und ich muss sagen, ich bin begeistert davon so ein bisschen, weil ich diese Art zu arbeiten mit den Graphen sehr mag. Also man sieht jetzt hier, ich habe jetzt hier den Shape quasi aufgebaut aus einem Torus. Und da kann ich ja mal reinzoomen. Da sieht man, habe ich einen Torus und ich habe noch einen Zylinder, den ich hier entsprechend rundherum aufgebaut habe und habe diesen dann entsprechend über ein sogenanntes Array dann vervielfältigt. Das ist jetzt hier in dem Falle halt viermal. Ich weiß es nicht, ob ich an der Stelle vielleicht sogar die Anzahl der Objekte, die das Array erzeugt, vielleicht sogar noch hochdrehen kann, auf 8 vielleicht oder so in Richtung. Kann ich momentan noch nicht sagen. Ich habe es bis jetzt nur mit vielen geschafft. Jedenfalls habe ich mir davon zwei dann erstellt und habe die dann zusammen in Differenz zu dem Torus gestellt und habe dann nochmal hier unten, tada, in der Mitte einen weiteren Zylinder erzeugt und habe ihn zusammen mit dem Torus, der bereits schon diese anderen Zylinder abgezogen bekommen hat, entsprechend gemerged sozusagen. Und daraus entsteht dann ein Coin, der auf der einen Seite so ein bisschen ein Inlay hat und auf der anderen Seite wirklich bündig endet, damit man das Ding drucken kann. Was ich jetzt in Antimony noch nicht geschafft habe zu realisieren, ist zum Beispiel mal diese Ecken von dem ausgeschnittenen Zylindern halt entsprechend zu smoothen, also wie in Fusion 360, dass ich eine Phase dran gebe oder so eine Richtung. Das habe ich noch nicht ganz geschafft. Auch konnte ich bis jetzt noch keine SVG importieren. Entweder geht das nicht oder ich habe es noch nicht rausgefunden. Das ist so ein bisschen ein Downer für das Programm, weil ich nutze SVG schon recht häufig, gerade wenn ich das Logo von Makorama mal auf irgendein Bauteil draufpacken will, wie jetzt beim Voron. Da hatte ich in dieses Mount fürs Netzteil auch den Makorama-Schriftzug oben reingepackt. Das finde ich schon echt sexy, dass man das machen kann. Das vermisse ich hier so ein bisschen, aber vielleicht bin ich noch nicht tief genug drin. Es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr vielversprechendes Tool und ich werde es mir genauer angucken. Damit kommen wir schon zum zweiten Tool. Und da gehe ich mal rüber. Das ist Onshape. Ich springe da mal so ein bisschen rein. Ja. Da habe ich jetzt auch, wie ihr sehen könnt, einen Maker-Coin erzeugt. Und ihr seht da auch schon was ich euch gleich noch erzählen werde, woher das denn kommt. Und da seht ihr, ich habe das auch schon mal geschafft, entsprechend. Ja. Nein, wie kann ich das jetzt nochmal bewegen? Wie war das? So kann ich ihn bewegen, genau. Und was mir gefällt ist, das ist was ich bei Fusion 360 vermisst habe, einfach eine Tastenkombination, mit der ich das Ganze leicht bewegen konnte. Ich habe vielleicht einfach die Tastenkombination noch nicht rausgefunden. Ich weiß nicht, ob das in Fusion 360 geht. Kann mir einer unten in die Kommentare schreiben, ob jemand weiß, wie das geht. Im Gegenzug dazu funktioniert hier oben der Würfel nicht so wie bei Fusion 360. Das sieht man. Also den kann man, wenn man draufklickt und dragt halt entsprechend und den hin und her zieht, dann zieht man den wirklich in eine Position, in eine neue. Und ja, okay, kann man machen, ist nicht jedermanns Sache, aber kann man machen halt. Diese Punkte hier, die man anfangen kann, funktionieren ähnlich wie bei Fusion 360. Das einzigste Manko ist halt, dass er, wie ihr gerade sehen könnt, er zoomt immer wieder raus und bleibt nicht an der Position, die er ursprünglich mal hatte. So, jetzt ziehe ich das dann noch mal ein bisschen mehr in die Mitte und dann kann man das Ganze noch mal drehen. Aber das ist alles relativ, naja,
relativ harmlos, weil man sieht, mit zwei Tasten kann ich hier relativ schnell mit der Maus auf dem Trackpad vom MacBook jetzt hier sehr schnell was drehen. Das finde ich sehr schön, das ist ein cooles Feature. Brauche ich keine 3D-Maus für und nicht unbedingt, ist intuitiver, finde ich, als eine 3D-Maus jetzt vielleicht und ist unterwegs vor allen Dingen sehr gut nutzbar. Ich habe das da jetzt die Tage im Auto unterwegs, entsprechend zum Kundentermin, als ich hinten auf der Rückbank gesessen habe, dann ausprobiert und es hat richtig gut funktioniert. Also gefällt mir, kann man so machen. Dann ist aber auch wieder die Frage, also ich habe jetzt hier wieder einen Torus erstellt, habe davon die Zylinder abgezogen und habe in der Mitte wieder einen weiteren Zylinder erstellt. Klar, das kann man natürlich detaillierter machen. Ich wollte jetzt erstmal nur so einen groben Testcase machen, ob das Programm dann überhaupt für mich funktioniert, ob ich damit klarkomme. Das tue ich jetzt erstmal, aber ein kleiner Downer ist auch hier, SVG-Import funktioniert nicht. Und ihr habt eben schon gesehen, okay, SVG-Import funktioniert nicht, ja, aber ich habe es geschafft, zumindest mal mit einem DFX-Format, mit einer DFX-Datei, entsprechend das Ganze ein bisschen zu importieren, wie man hier sehen kann. Es ist nicht komplett, ja, ich kann hier die einzelnen Shapes kann ich auswählen, aber er hat irgendwie die Hälfte vom Logo verschluckt, das finde ich nicht so super. Es kann natürlich sein, dass ich erstmal in Illustrator die DFX-Datei richtig rausrechnen muss, damit die auch wirklich perfekt ist. Es kann natürlich sein, dass hier jetzt die Zeichnungen, die Shapes, die ich noch in dem Logo drin habe, dass da die eine oder andere Lücke da ist, die nicht funktioniert. Das konnte man in Fusion 360 dann noch schnell reparieren, indem man die Linien halt nochmal miteinander verknüpft hat und Onshape scheint hier anscheinend die ganzen Shapes dann rauszulöschen oder komplett zu ignorieren, wenn sie nicht geschlossen sind. Das ist, ja, optimierungsbedürftig, sag ich mal so. Ja, auch ansonsten die Bedienung ist ganz cool. Ich habe das hier das Ganze auf Deutsch eingestellt. Das muss ich mir definitiv nochmal auf Englisch einstellen, denn das funktioniert so für mich gar nicht. Wenn ich mir jetzt mal hier angucke, was so eine Extrusion, Ausformung heißt die hier, eine Extrusion. Ja, okay. Ne? Es ist halt wieder, wenn man englische Sachen eindeutscht, das passt irgendwie nicht. Das ist genau wie bei Computerspielen, wenn man auf einmal irgendwelche Begriffe in Deutsch hat, die man vorher nur auf Englisch gekannt hat. Ist nicht so toll. Genau. Aber an sich muss ich sagen, ist der Funktionsumfang und auch die Arbeitsweise mit Onshape sehr ähnlich zu Fusion 360. Deswegen ist es somit einer der Kandidaten, wo ich sage, da kann ich langfristig mit leben als Ersatz. Einzigster Wermutstropfen ist leider Gottes, dass das im Freeplan nur mit offenen Projekten geht. Das bedeutet, alles, was man sich zeichnet, ist auch für die ganze Welt sichtbar und kann nicht wie bei Fusion 360 als privates Projekt deklariert werden. Dafür muss man sich dann wirklich die kostenpflichtige Variante von Onshape holen und die hat es echt in sich. Ich glaube, die kostet irgendwas über $1000. Genau, und die kostet 1500 US-Dollar pro Jahr für die kleinste Variante. Das ist schon eine Hausnummer. Für einen Privatanwender macht das keinen Sinn, glaube ich. Ja, da seid ihr dann besser dran, wenn ihr euch die kostenpflichtige Variante für, ich glaube, 500 Euro von Fusion 360 nehmt. Wenn ihr es unbedingt halt die ganzen Features, die jetzt wegfallen, haben wollt, okay. Aber es gibt ja noch Alternativen. Also ich habe definitiv noch Alternativen entdeckt, die es in sich haben. Und eine schauen wir uns noch an. Da bin ich persönlich der meiste Fan von, weil die kann auch SVG-Grafiken. So viel verrate ich schon mal vorweg. Und das ist OpenSCAD. Und warum finde ich OpenSCAD jetzt so genial? Also eigentlich habe ich so gedacht, als ich die Oberfläche gesehen habe, so, nee, geht gar nicht, tschüss. Dann habe ich mich aber ein bisschen eingelesen und habe gemerkt, hey, Moment, das ist ein skriptbasiertes CAD-Programm. Deswegen OpenSCAD. Und ich muss sagen, das ist ziemlich geil, weil mir als Programmiererin geht da echt das Herz auf, weil man sich einfach, wie man hier sieht, einfach mal so einen Torus einfach mit einer Zeile Code entsprechend erstellen kann. Man kann die Auflösung erstellen, man kann die Teile einfärben. Man kann einfach mit Funktionen wie Difference und Co. halt entsprechend Objekte voneinander abziehen. Man kann sogar, wo ist es, eine SVG-Datei importieren. Jetzt muss ich gerade gucken, wo es ist. Da. Da habe ich zum Beispiel das Makorama-Logo einfach importiert, habe die Auflösung gesetzt. Die Auflösung, also 300 dpi oder so in Richtung, ist einfach wirklich nur die Größe, weil es ist eine SVG, die hat halt keine Pixelangabe für die Auflösung, sondern die macht man über jetzt hier über dpi. Und je nachdem, wie groß und wie klein ich das Ganze mache, ich kann es ja mal hier einfach mal ändern und speichern. Und dann sieht man, je größer, kleiner ich die Zahl mache, desto größer wird die Datei. Ist ein bisschen Knoten im Kopf, aber funktioniert. Es funktioniert.
Und man kann das halt alles richtig schön parametrisiert machen. Das heißt also, man kann es nachträglich ohne Probleme ändern. Man braucht eigentlich gar keine Versionshistorie wie bei Fusion 360. Wenn man das im Code so ändern kann, ist es perfekt. Man kann sich Module anlegen, wie hier oben für den Torus. Das ist schon nice. Muss man echt sagen, das ist nice. Und damit hatte ich wirklich relativ zügig das Ganze erstellt. Es ist auch die einzigste Variante von den drei, die wirklich nativ SVG-Dateien importieren kann. Auch andere, glaube ich. Es gibt ein paar Dateiformate, die unterstützt werden und die echt cool sind. Und letzten Endes kann man sich das Ganze halt wie bei jedem CAD-Programm auch irgendwie oder bei den meisten CAD-Programmen als STL-Datei rausrennen und kann es dann drucken. Und das finde ich schon ist cool, dass es da deutlich Alternativen gibt. Ich werde wahrscheinlich für jedes dieser Programme einen gewissen Anwendungszweck haben. Und ich werde auch mit Sicherheit in Zukunft noch für Fusion 360 noch einen Anwendungszweck haben, aber ich werde es nicht mehr so massiv nutzen wie bisher. Ich glaube, ich werde mich mehr mit OpenSCAD beschäftigen in Zukunft. Und es gibt noch eine vierte Alternative, die ich mir jetzt aber noch nicht so genau angeguckt habe, ganz einfach, weil das Programm so massiv ist, aber die stellen halt den kompletten Funktionsumfang einfach mal für alle, die hobbymäßig damit umgehen wollen, einfach komplett zur Verfügung und klatschen einem das Ding ins Gesicht. Und das Programm heißt Houdini Apprentice. Ist eigentlich für Animationen und 3D-Animationen ähnlich wie Blender und Co. gedacht und klatscht einem auch erstmal so mit einem massiv überladenen Interface ins Gesicht. Aber damit kann man halt richtig coole Sachen machen. Die Jungs von Lucasfilms haben damit nämlich entsprechend, oder von ILS besser gesagt, die hatten damals nämlich für die Razor Crest von Mandalorian ein Modell designt, hatten das in 3D dann ausgedruckt, auf einem DLP-Drucker oder auf einem SLA-Drucker, haben das dann entsprechend angepinselt, beleuchtet und alles und haben damit dann in Mandalorian entsprechend die ganzen Videoaufnahmen gemacht. Also richtig oldschool die Videoaufnahmen gemacht, wo das Modell halt rumgeflogen ist und die Kamera hin und her geflogen ist. Richtig geile Sache und das zeigt, was das Programm alles kann. Allerdings ist es auch echt umfangreich und ja, aber es kann kostenlos genutzt werden für alle, die das Ganze als nicht kommerziell nutzen möchten. Für alle, die das Ganze kommerziell nutzen möchten, die müssen natürlich entsprechende Gebühr bezahlen. Da ist es auch, glaube ich, entsprechend teuer. Aber es ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Kandidat, weil man damit unheimlich viel machen kann. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal bitte, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann am Freitag. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!